Hey Leute, es ist großartig hier zu sein. Ich möchte heute über etwas sprechen, das uns alle betrifft. Unsere Mitmenschen. Ihr wisst schon, diese wundervollen, einzigartigen Kreaturen, die uns manchmal zur Weißglut treiben. Habt ihr auch diesen einen Freund, der immer 5 Minuten zu spät kommt? Du planst pünktlich zu sein, aber du wartest immer auf ihn. Das ist der Moment, in dem du darüber nachdenkst, wie viel Netflix du in den verlorenen Minuten hättest schauen können. Und dann gibt es diese Nachbarn, die immer alles wissen, was in deinem Leben passiert. Du könntest ein Buch schreiben mit dem Titel »Mein Leben durch die Augen meiner Nachbarn«. Es würde ein Bestseller werden, garantiert. Sprechen wir über Familienessen. Wer von euch hat diese Onkel oder Tanten, die immer Fragen stellen, die du nicht beantworten möchtest? Wie steht's mit der Liebe? Wann heiratest du? Du willst einfach nur sagen, ich habe gestern einen Schokoriegel gegessen. Das ist meine Liebe. Und was ist mit Kollegen? Es gibt immer diesen einen Kollegen, der jedes Wochenende so tut, als wäre er auf einem Gourmet-Foodtrip. Aber Montagmorgen findest du ihn vor der Mikrowelle mit Instant-Nudeln. Aber hey, lasst uns nicht vergessen, dass wir selbst auch seltsame Mitmenschen für andere sind. Denkt nur an die Male, als wir versucht haben, die Tür zu ziehen, auf der Drücken stand. Zum Schluss möchte ich sagen, dass unsere Mitmenschen, egal wie seltsam sie manchmal sind, das Leben aufregend und unterhaltsam machen. Also lasst uns ihnen für all die Geschichten danken, die sie uns geben.